Also, wir kommen zu Eamon, ein sehr, sehr, sehr starker Künstler, der künstlerisch unterwegs ist. Das letzte, was wir gehört hatten, war der Song von Sufjan, Nimo, Amo und Eamon zusammen, aber auch sehr viele Solo-Songs bzw. auch Feature-Songs in letzter Zeit, die rauskamen von Eamon. Ich finde, er kann gefühlt alles machen. Er entwickelt sich zu so einem Nimo, finde ich. Also ob deepe Songs, Party-Songs, melodische Songs, reine Rap-Songs, keine Ahnung. Ich habe letztens, glaube ich, irgendwie so das erste, war das eine Bewerbung oder so? Ich weiß es nicht, von Eamon gesehen. Der hat da einfach so komplett straight Straße gerappt. Und wenn man das mal vergleicht mit dem, was er heutzutage macht, ist eine krasse Entwicklung. Ist wirklich eine krasse Entwicklung. Der hat eine viel, wie soll ich sagen, viel heftigere Kontrolle über seine Stimme bekommen. Er weiß, was er machen kann. Tiefen, Höhen, was auch immer. Der hat dieses Verrückte und so weiter, aber trotzdem unglaublich, wie soll ich sagen, schönes, ein gutes Herz scheint er zu haben. Wie man das so mitbekommt. Von den Songs, von den Inhalten und so weiter. Nichts, wo ich je sagen würde, so, okay, super unangenehm oder weiß ich nicht was. Okay. Produziert von Baby Blue und Blurry. Mix von Blurry und Master von Niklas Neumann. Okay, dann würde ich sagen. Was ist denn hier los? Bruder. Muss ich das zensieren wieder? Oder. Keine Ahnung, ob sie Jenny oder Dylan heißt. Keine Frau für immer, no, 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 no. Was für ein Übergang, Junge. Ich dachte jetzt, okay, muss ich Vollbild machen oder weiß ich nicht was, okay. Ob sie Jenny oder Dylan heißt. Keine Frau für immer, no, 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 no. Deine Storys, die du ständig auf dein Insta teilst. Yo, keinem Baby, du ja, bist... Ja, diese Energie, diese alles, der Beat. Allein schon so ein Beat zu picken und so weiter, das passt voll zu ihm. Low, 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 low. Mit deinem Verhalten bist du sicher keine Baby-Mama. Du hoppelst jede Woche in ein anderes Bett und Nana. Du machst nur miese, fix rum, sag mir wie viele. Aus Liebe wurde Krise und auf einmal wirst du schießen. Deine Art ist fake, so wie dein Smile, dein BBL und all deine Likes. Du jagst Geld, Gold mit deinem Herz aus Stein. Meine Uhr am Arm hat dein Wert gezeigt. Ja, du zeigst mir dein Face, du kleine Aa. Keine Aa. Du kleine Aa. Ja, du. Ja, ja, wir wissen genau, was du damit sagen willst. Ja, ja. Du liebst nicht meine Seele, sondern Para. Para. Sondern Para. Para, Para. Deine Worte. Ja, gut, ich. Bruder, sind alle fake. Ich weiß gar nicht, wann ich Pause drücken soll. Okay, es geht so um dieses typische Golddigger-Thema, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Nicht die wahre Liebe, sondern das Geld und, ne? Tja. Gibt's heutzutage, by the way, auch schon in beide Richtungen, ne? Nochmal von vorne. Weil du liebst nicht meine Seele, sondern Para. Para. Du kleine Para. Du willst mich nicht verstehen. Ja, ich finde diesen Style, den er hat, ne? Diese Energie, Wahnsinn. Wahnsinn, der Typ. Und das meinte ich halt, ne? Er kann über jede mögliche Thematik irgendwie Songs machen und es klingt einfach stabil. Ich bin mal gespannt, was noch für Thematiken so in Zukunft bei ihm kommen. Ich find's echt interessant. Guck zu, welche Wege du gehst. Irgendwie Thematiken sind ja auch so ein Spiegel der Künstler, mehr oder weniger, wisst ihr? Was die durchmachen, was passiert ist und. Und hier, ein bisschen Geld gemacht und hat anscheinend die falsche Frau oder so kennengelernt. Ob es echt ist, weiß man natürlich nicht, aber meistens sind es ja Erfahrungen oder so, ne? Oder Inspirationen oder sonst was. Mich wollte keine Bitch haben, heute fick Scheuchhalle auf der Haupt von mir. Siehst du, das meine ich, ne? Vorher, vielleicht als er noch nicht Fame war oder noch kein Geld hatte oder sonst was, wollte niemand und jetzt, ne, kommen sie alle und weiß ich nicht was. Und vielleicht hat er die Erfahrung gemacht und setzt das halt in einem Song um, ne? Nicht, dass du mich liebst, du siehst nur mein Coupé, du siehst die Streets und weißt genau, dass ich dich keine zähle. Ja, ja. Sie fliegt um die Welt, das ohne Pause. Sie will Männer, sie will Partys. Sie will kiffen, sie will saufen, nein. Sie liebt teures Essen, teure Autos. Doch die Birkin Bag, sie wird dir deinen Stolz nicht zurückkaufen. Deine Art ist fake, so wie dein Smile, dein BBL und all deine Likes. Du jagst Geld, Gold mit deinem Herz aus Stein, meine Uhr ja, am ist halt, Arm. Es ist halt eine unglaublich oberflächliche Welt geworden. Ja, wobei, sind wir mal ehrlich, war es eigentlich schon immer. Und da werden halt leider auch
Herzen gebrochen wegen solchen Oberflächlichkeiten und so weiter, ne? Aber also vielleicht nicht bei jedem, aber irgendwann werdet ihr auch mal checken, so, es geht nicht alles nur darum. Klar, Geld macht definitiv entspannter und so weiter, aber ich sag mal so Sachen wie Uhren und keine Ahnung, womit man halt so nach außen anderen Menschen gefallen möchte oder anderen zeigen möchte, hier, guck mal, da ist mein Status oder sonst was. Irgendwann werdet ihr merken, so, Digga, das sind diese Menschen, die du da überzeugst, das sind Menschen, die dich einfach gar nicht leiden können. So, die werden dich auch nicht leiden können, wenn sie eine Rolex sehen oder sowas. Die werden vielleicht neidisch sein, aber was willst du neidische mehr? Scheiß drauf. So, teil das mit Leuten, ne, also Geld und alles und so weiter, mit Menschen, die du liebst, mit Menschen, die es zu schätzen wissen und nicht so materialistische Sachen und so weiter, sondern Erfahrungen, Erinnerungen, weiß ich nicht, sowas ist so viel schöner. Und wie gesagt, lieber mit jemandem teilen, als anderen irgendwie was irgendwie beweisen zu wollen. Weil im Endeffekt diese ganzen Menschen da draußen und so weiter, die geben einen Fick auf dich. So, das machst du, wenn überhaupt, nur für dich, um dich irgendwie besser zu fühlen, sonst was. Und glaub mir, es geht dir besser, wenn du das mit jemandem teilen kannst, einfach ein schönes Leben einfach hat dein Wert entspannt gezeigt. Hast. Ja, du zeigst mir dein Fest, du kleine Ja, du. Yes. Das ist ein Hit, Alter. Die Hook ist geil. Du liebst nicht meine Seele, sondern Para. Deine Worte und deine Blicke. Sind alle fake, nochmal von vorne. Weil wenn du liebst nicht meine Seele, sondern Para. Du kleine Ara. Geil produziert, man. Geiler Beat. Das meine ich halt, ne? Der Typ kann wirklich alles machen. Ja, schön, das, ist traurig anzusehen so, aber, ja, das meinte ich halt, ne? Du wirst halt nicht glücklich damit. Krass. Schön dargestellt, schön gemacht, Alter. Sehr stark. Wen haben wir denn hier? La Cassette. Aber kennst du Balladen von Kwame? Nee, kenne ich leider nicht. Balladen. Das Problem ist bei mir generell, ich kann mir keine Titel merken und so weiter. Kann sein, dass ich den kenne. So von einer Melodie, von weiß ich nicht was. Brauche den etwas aggressiven Amen. Ja, das meine ich halt, ne? Der Typ kann alles machen, macht auch alles. Und dann wird halt, ne, bei den Sachen wird nach dem gefragt, bei dem. Aber so ist es geil, finde ich. Ich finde es geil. Guck mal, jetzt fragen sie wieder nach aggressiv, dann macht er wieder ein bisschen aggressiven Song. Dann werden die Leute wieder fragen, wir brauchen wieder so einen Star, wieder so einen Hit oder irgendwie melodisch oder. Dann kommt wieder das und er kann alles bedienen. Das finde ich geil an diesem Typen. Der hat dieses Star-Appeal, dass er in jede Richtung gefühlt gehen könnte oder kann oder tut. Und ich glaube, da wird noch viel kommen. Ich glaube, von dem können wir noch viel erwarten.